Ja, Leute, seid ihr bereit für ein großes Finale, zumindest was Arena-Orden angeht? Wir holen uns in diesem Part schon den 16. Orden und den 8. Orden in Kanto, damit ihr es besser identifizieren könnt. Ich würde sagen, das ist Spannung pur. Ich bin bereit, diesen Weg mit euch zu gehen. Ich weiß genau, was zählt. Ich habe diesen Weg ja selbst gewählt. Wir werden hoffentlich das Richtige tun. Es wird keine Zeit, um auszuruhen. Oder habe ich das gerade verweckt? Habe ich jetzt gerade zwei Intros gemixt? Ich weiß es nicht. Okay, Lego-Steine und kein einziger Trainer. Also, jetzt gilt's. Hey, hast du es endlich hierher geschafft? Auf den Zinnoberinseln waren wir nicht danach, aber jetzt können wir kämpfen. Willst du etwa behaupten, du hättest alle Arenaleiter in Johto besiegt? Dann müssen die Arenaleiter in Johto ziemliche Jammerlappen sein. Aber nur keine Bange. Ich werde dir sofort sagen, ob du ein guter Kämpfer bist. Fertig, Johto-Junge? Alter Johto-Junge, das ist richtig, richtige Diskriminierung, mehr oder weniger. Okay, ja, der hat ja natürlich sein volles Team. So. Dann mal auf in den Krampf. Oh, das war aber knapp, aber jetzt ist das Ding wenigstens eingefroren. Und die Geschichte hätten wir erledigt. Und die Geschichte hätte sich erledigt. Muss man ja mehr oder weniger sagen. So, Kokowai, da gilt eigentlich fast genau dasselbe. Also ich weiß nicht, ob dieser Arena-Kampf jetzt nach irgendwelchen Parametern variiert, welches Starter-Pokémon man genommen hat. Und ja, hier rücken die Level nochmal richtig aufeinander. Das ist sehr effektiv, aber diesmal nicht eingefroren, aber setzt ja hier jetzt nicht irgendwie eine Hyperheile ein. Oder so. Ach ne, doch eine Top-Genesung. Er kann es offensichtlich doch. Das ist auch sehr effektiv, aber es wird lange nicht so viel abziehen. Ich hab's doch gesagt, es wird lange nicht so viel abziehen. Ja, hätten wir eigentlich von Beginn an einsetzen müssen, das wäre vielleicht gescheiter gewesen. Aber so haben wir es auch erledigt. Und wir erhalten nochmal deutliche Erfahrungspunkte. Ach, Simsala, gleich so viele Leute, die mir mit einer Biss- oder mit einer Ice-Heap-Attacke in die Schranken weisen können. Wohlgemerkt, können. So, Garados, ja, das wird jetzt ein bisschen komplizierter. Komplizierter in der Erklärung. Das setzen wir einfach mal Biss ein. Das war sogar Volltreffer. Und das war auch ein Volltreffer. Heute ist der Tag der Volltreffer. Muss ich wieder aufladen. Da, das nutzen wir doch am besten aus. Ich hoffe, das reicht. Und es hat auch gereicht. Ja, ihr seht, wir müssen schon ein bisschen beißen, aber an sich stellen wir uns relativ gut an. Gut, das können wir jetzt wieder so weghauen. Ich glaube nicht, dass das Teil schneller ist als wir. Oh, ich glaube, das reicht nicht mal ganz fürs Level. Aber hier zumindest reicht's fürs Level. So, Arcani. Hat er sein Starter-Pokémon rausgehauen? Der wird sehen, dass das eine schlechte Entscheidung war, denn wir sind mal wieder schneller. Ja, ich glaube, das war's dann auch so gut wie. 12 Level Differenz. 90 mal 280 und dazu noch, wie viel, ein Viertel Step-Bonus, meine ich, ist es. Egal, es hätte so oder so geklappt. Geben wir es zu, es hätte so oder so geklappt.
Ja, wurde knapp nichts mit dem Level. Und damit haben wir alle Orden von Johto und Kanto. Was? Wie zum Teufel konnte ich gegen dich verlieren? Jetzt ist er richtig blue. Also gut, hier nimm das. Es ist der Erdorden. Du hattest überhaupt nichts mit dem Typen Boden zu tun. Also schäm dich. Aber musst du diesen Orden adaptieren. In Ordnung, ich hatte Unrecht. Du bist nicht aus Watte, sondern ein guter Trainer. Aber eines Tages werde ich dich besiegen. Ich vergesse dich nicht. So. Soweit, so gut. Schutz wirkt nicht mehr. Wissen wir das jetzt auch? Okay, also 5 Minuten haben wir gebraucht. Und wir sind jetzt auch nicht komplett durch mit. Ja, jetzt beginnt wieder diese Grenzfrage da. Ist das jetzt schon Johto? Ist das jetzt schon Kanto? Gut, ich sollte eventuell nochmal überprüfen, ob wir wirklich jede Route gesehen haben, aber ich meine, wir müssten jede Route gesehen haben. Dann fliege ich mal nach Alabastia und hole mir meinen tollen Preis ab, der wahrscheinlich gar nicht so toll sein wird. Aber man muss ja irgendwie für was werben, also. Ach, nicht dahin. Gut, dieses Mal mit dem Steuerkreuz in die entgegengesetzte Richtung vielleicht mal. So. Hallo, Professor. Wow, du hast echt die Orden von Kanto erkämpft. Gut gemacht. Ich habe richtig, richtig eingeschätzt. Weißt du, LP, ich würde es so einrichten, dass du zum Silberberg gehen kannst. Der Silberberg ist ein großes Habitat für viele wilde Pokémon. Es ist zu gefährlich für einen Durchschnittstrainer. Deshalb ist es verboten. Aber für dich, LP, können wir eine Ausnahme machen. Das Witzige ist, da müssen jetzt eigentlich auch Trainer rumlaufen. Also haben die alle die 8 Orden geholt oder alle 16 Orden. Steig auf das Indigo-Plateau. Von dort aus kannst du den Silberberg erreichen. Ja, mich interessiert es nicht. Hast noch einen furchtbar langen Weg vor dir? So, jetzt. Bevor wir das allerdings machen, möchte ich mich auf Ho-Oh konzentrieren. Denn es ist tatsächlich möglich und deswegen finde ich diese Generation auch so genial, in Pokémon Gold und Silber beide im Verlauf des Spiels zu fangen, ohne dafür irgendwie großartig was zu tun, also sowohl Lugia als auch Ho-Oh. In Pokémon Kristall ist es ein bisschen komplizierter, da man da ja Suicune bekommt. Aber mehr dazu mal, kann ich vielleicht machen, wenn ich dann mal Ding hab. Was hab ich, wenn ich Ding hab, genau, das macht so viel Sinn. Gehen wir da jetzt erstmal rein. Wie sie da eiskalt 2 Türen einprogrammieren mussten. So, jetzt kaufe ich erstmal den Topschutz, ist relativ billig. Vielleicht das mal an, wir haben wieder so viel dazu verdient. Okay, so viel brauchen wir jetzt echt nicht mehr. Mach mal 25 Stück, das ist human. Sondern wir können jetzt hier Gegenstände verkaufen. Wer hätte es gedacht? KP plus, Angriffs plus. Und ansonsten können wir eigentlich alles noch irgendwie gebrauchen. So. Hätten wir das soweit, haben wir uns geheilt. Ja. Jetzt sind wir nämlich auch auf einem Level mit Ho-Oh. Dann würde ich mal sagen, fliegen wir hin. Wir haben nur Zugriff auf Kanto. Ach, dann laufen wir halt geschwind rüber. Wobei, jetzt kommt hier eh wieder der Scheiß. Wir teilen das in die Mamoria City. Von wo aus können wir da hinlaufen? Von dort aus. Dann laufe ich halt geschwind zum Silberberg. Und dann müssten wir eigentlich in Johto sein. Beziehungsweise nicht, ich glaube sogar, dass der Silberberg eine Enklave darstellt. Also, dass praktisch alles um den Silberberg herum Kanto ist, aber der Silberberg an sich Johto ist. Aber das schauen wir uns jetzt einfach mal näher an. Das interessiert mich jetzt. Ich bin immer an allem interessiert. Das ist der Ultimate Last Test. Verflucht nochmal. Gut, ansonsten können wir auch den Weg da unten bevorzugen. Dann müssten wir eigentlich wieder in. So, das ist auf jeden Fall die Route mit dem Silberberg.
Die möchte ich allerdings noch nicht begehen. Die möchte ich mir komplett für den Schluss aufheben. Also nicht, dass ich hier davor noch was mache. Und wir sind immer noch in Kanto. Und jetzt sind wir immer noch in Kanto. Also müssen wir uns den ganzen Weg. Gut, es gibt die Ver. Ach, ich nehme doch einfach den verdammten Magnetzug, meine Güte, der müsste jetzt eigentlich wieder laufen. Ah, das kotzt mich jetzt so richtig an, Leute. Wo haben wir den? In Safronia City. Also, besser, beschissener hätten wir es nicht machen können. So, wo ist der verfluchte Magnetzug? Damit wir den auch mal sehen. Also, ich glaube, ihr habt ihn bisher noch nicht gesehen. Silfko, also diese ganzen Gebäude sind eigentlich sowas von für den Arsch. Ja, muss eigentlich hier sein, weil ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie das irgendwie verlegt haben. Ne, da geht's nicht hin. Abfahrt nach Dukatsa City, in wenigen Minuten steigst du auch ein. Es tut mir leid, aber du hast keinen. Ach du heilige Scheiße, wo krieg ich den Fahrschein her? Puh, wie oft bin ich von Kanto nach Kyoto hin und zurück gefahren? Okay, wie und wo bekomme ich den Fahrschein? Ach so, wir bekommen die von der Na. Jetzt müssen wir tatsächlich noch zur dummen Nachahmerin gehen. Oh Gott. Das ist alles nur, um einmal mit der scheiß Bahn zu fahren. Bist du die Nachahmerin? So, Leute, ich konnte zum Glück wieder unterbrechen. Ich glaube, da oben müsste es sein, die Nachahmerin. Ja, ich habe gehört, dass du einen Lieblings-Pokémon verloren hast. Gibst du mir eine Fahrschein, wenn ich sie finde? Ich suche sie für dich. Du glaubst, sie ist auf dem Weg nach Hoenn, dass sie verloren zu haben? Bitte? Ich soll dir nicht sagen, was du zu tun hast. Aber ich mache mir wirklich Sorgen. Was, wenn jemand sie findet? Okay, jetzt müssen wir offensichtlich noch eine verfluchte Poképuppe kaufen. Auch hätte ich die damals noch nicht verkauft. Okay, das ist jetzt wieder so eine Art, so ein dummer Cliffhanger für zwischendurch. So, auf den Weg nach Orania City. Wir können aber auch einfach. Wir gehen jetzt einfach zu Prismania City und kaufen dir die scheiß Poképuppe. Ich habe keinen Bock drauf. Oder ist es jetzt ein Basis-Item? Wenn ja, drehe ich wirklich am Rad. Okay, da haben wir es. Da kann man keine kaufen. So. Das müsste die doch entzücken. Und wenn nicht, dann schmeiße ich ihr die Poképuppe wahrhaftig woanders hin. Klar, ich weiß. Such doch einfach in Orania City. Nein, ich suche sie nicht in Orania City. Verfluchte Scheiße. Nimm sie einfach an. Ansonsten muss ich wirklich nochmal den Part. Habe ich ein paar Zeit lassen, bis wir zu hoch kommen? Okay, so lange würde es sicherlich jetzt auch nicht dauern. Wahrscheinlich habe ich die Poképuppe einfach verkauft.
Okay, offensichtlich ist das eine spezielle Anfertigung, die wir dann dementsprechend in Orania City finden müssen. Ach, es regt mich so tierisch auf. So, dann suchen wir einfach danach hier in der schönen Orania City. Ich hoffe auch, dass er in Orania City ist. Der von Orania City ist der Turkantos zum Meer. Hier gibt's einen Luxusdampfer. Ist es nicht toll? Ne, 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 ne. Und du, mein Pokémon, ebnet das Land für. Ja, schön, ich habe nicht genügend Geld für das Projekt. Regt mich jetzt bitte nicht auf. Haben die Dichter einen langen Tunnel gebaut? Die schon für die Stadt. Ja, schön für dich. Es gibt 8 Arenen in Kanto. Hast du schon vom Magnetzug gehört? Ich möchte gerne den Magnetzug sehen. Ja, dann geht doch einfach hin. Was ist... What's the problem? What's the matter? So, was erzählt der uns hier wieder? Ja, ich bin der Vorsitzende des Pokémon-Fanclubs. Ich habe 150 Pokémon. Ja, schön. Ja, dann schenk mir doch ein Sonderbonbon. Ja, süß, klug und wunderbar, nicht wahr? Was? Hier, Knuddel schläft. Ja, ja, sensationell, großartig, göttlich. Oh mein Gott, ein Sonderbonbon. Mag Pipi, wir konnten dir ein echtes fangen, die fand, ach so, das ist das Mädchen, ja, Pokepuppe verloren, oh, könntest du die Pokepuppe zu diesem kleinen Mädchen zurückbringen, ja, 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 meine Fresse hier. Ach so, Fundsache, ganz toll. Unter das wird es kategorisiert, das ist ja der Wahnsinn, okay, und was kriegen wir von dir hier? Ja, mein süßes Lorenblatt, ja, das ist nicht toll, wir haben das vor ein paar Jahren noch gar nicht gekannt. Sehr redselig in Bezug, was, ja, schön für euch, so, fertig. Ach, so viel Umstand für nix und wieder nix. Das regt mich so tierisch auf. Es gibt mir einfach die Scheiße und gut ist. Man kann es auch übertreiben. Ich habe extra eine Poképuppe gekauft, aber nee, es scheint diese spezielle Ausfertigung zu sein. Und nur diese spezielle Ausfertigung genügt der guten Dame. Oh, da ist ja meine Pipi-Puppe. Ja, jetzt gib mir endlich den scheiß Fahrschein hier. So, fertig. Ja, das ist so toll für den Magnetzug. Ja, du kannst damit richtig toll rumfahren. Richtig rumcruisen durch deine Gang hier. So, dann fahren wir geschwind rüber. Hallo, guck mal, ich habe hier einen tollen, ja. Ja, das ist so eine unendlich lange, ist eine tolle Fahrkarte und ich finde es interessant, wie sie den animiert haben, den Zug. Oh, Gott sei Dank. So, jetzt sind wir endlich wieder auf dem kantonischen, auf dem jotoischen Boden. Jotoisch, was ist da eigentlich das passende Wort dazu? Dann setze ich uns schon mal vor den Glockenturm ab. Vor der Scheiße. Oder ja, der heißt ja jetzt immer hier noch Zinnturm. Hat man halt umbenannt, weil man sich gedacht hat, nö, das passt so nicht. Ja, also Leute, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Hadidion, Staffel, denkt dran, Freundschaft, das Magie der Palle ist schon viel zu lang.